Schön, dass Sie sich für Tierschutz interessieren. Wir widmen dem Thema Tierschutz eine eigene Sendung. 2 Stunden lang, Samstagabend zur besten Sendezeit im November auf Vox. Wir stellen unseren Zuschauern ausgewählte Tierschutzprojekte vor, bei denen ganz besonders gute Arbeit geleistet wird. Der Deutsche Tierschutzbund hat in Kappeln an der Schlei ein ehemaliges Munitionsdepot gekauft, um dort ein Therapiezentrum einzurichten. Tiere, die verwahrlost waren, gequält wurden, ausgesetzt, von Menschen misshandelt wurden, leben dort in umfunktionierten Bunkern und können endlich wieder zur Ruhe kommen. Also das sind Tiere, die stammen aus dem sogenannten Tier-Messi-Fall, wo sie völlig vernachlässigt mit über 200 Kollegen zusammenlebten und dann von den Behörden beschlagnahmt wurden. Okay. Und der Deutsche Tierschutzbund hat die dann auf seine Einrichtungen und seine Tierschutzvereine verteilt. Und die bleiben auch für immer hier? Oder könnte jetzt jemand sagen, die will ich haben? Nein. Hunde, die von keinem Tierheim der Welt mehr therapiert und vermittelt werden können, bekommen hier eine zweite Chance, werden von einem Team mit Experten tatsächlich noch mal neu resozialisiert. Super Geschichte, kostet natürlich eine Menge Geld. Mit Frank Weber, dem obersten Tierschutzexperten von Vox, gehe ich gemeinsam auf Katzenpirsch. Wussten Sie, dass allein in einer Stadt wie Hamburg 14.000 verwilderte Katzen leben? Diese Gefahr, die darin besteht, ist natürlich, die Katzen vermehren sich immer mehr. Und Frank Weber hat ein Kastrationsprojekt ins Leben gerufen, sodass diese Katzen nicht zur Bedrohung für Gesellschaft und sich selber werden. Joey Kelly steht für Musik und Extremsport, aber der hat auch ein riesengroßes Herz für Tiere. Joey hat 2 ehemalige Zirkusponys vom Schlachthof gerettet und bei sich zu Hause aufgenommen. Und jetzt hat er noch die Idee, einen kleinen Esel dazu zu packen. So, und da haben wir einen kleinen Mann. Wenn man Tiere aus Mülltonnen rausholt oder wie ihn immer wieder aus einer Konfliktsituation, dann haben es die Tiere auch verdient. Es haben alle Tiere natürlich verdient, aber ich glaube, wer eine schlechte Erfahrung gemacht hat, der hat es noch mehr verdient. Und dafür kämpfen wir immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali unterstützt ein Projekt, wo es mal umgekehrt ist. Hier helfen Hunde Menschen. Assistenzhunde heißt der Verein. Eine wirklich tolle Sache, die man einfach unterstützen muss. Ja, kaputt. Ja, Homer. Abhort. Abhort. Und hier. Ja, ja, prima. Jawohl. Sogenannte Assistenzhunde sind nicht nur prima trainiert und helfen Behinderten im Alltag. Vor allen Dingen öffnen die auch Türen zu anderen Menschen. Das war ein kleiner Vorgeschmack auf unsere Sendung. Wie gesagt, Vox, Samstagabend, beste Sendezeit. Seien Sie einfach dabei und helfen uns mit Ihrer Spende.